am Dienstagmorgen. Habe gerade meine erste Einheit beendet. Zone 2 Training, 50 Minuten auf dem Concept 2 Bike. Optional steht immer da, dass man auch laufen kann. Nur da fällt es mir schwer, wirklich in der Zone 2 zu bleiben. Und auf dem Bike ist es ein bisschen komfortabler. Man hat denselben Effekt davon. Heißt, jetzt wird sich erstmal ein Fit-Aid gegönnt. Und ein bisschen Overnight Oats. Leider gab es heute kein Mandelmus mehr. Das heißt, das Ganze muss jetzt ohne Mandelmus und ohne gefrorene Beeren gegessen werden. Also untypisch. Dann warte ich auf Kevin und Gerke. Die trainieren mit mir später gegen 11.30 Uhr. Ja, mal sehen. Also ich fühle mich gut zurzeit. Viel Training. Die meiste Zeit zwei Einheiten am Tag, außer samstags, weil das Training da allgemein lang ist und ein wirklich langes Emom mit dem Training drin ist. Aber wie gesagt, sonst zwei Einheiten, verkraft das auch gut, muss halt einiges mehr essen, was mir schwerfällt bei den Temperaturen, die wir gerade haben. Wir haben ja, heute wird es 38 Grad, das ist kein Spaß. Eigentlich wollte ich mit meinem Kleinen ins Schwimmbad, aber das wird halt dann nichts bei den Temperaturen. Ja, einiges mehr essen und ich muss echt mehr trinken. Ich trinke viel zu wenig. Ich habe jetzt vor diesen 50 Minuten, glaube ich, ein Glas Wasser und einen Kaffee getrunken und jetzt halt ein Fit-Aid. Also das ist viel zu wenig. Noch etwas bei diesem Zone 2 Training. Ich mache das zweimal die Woche für ca. 45 bis 60 Minuten, je nachdem wie ich Zeit habe. Und leider ist es so, dass man auch besser darin wird. Das heißt, ich muss auch eine höhere Wattzahl fahren, um jetzt auf meinen Puls zu kommen. Das heißt, es wird auch ein bisschen schwitziger, das Ganze. Naja, genug rumgeheult. Lecker. Hey. Also meine ich die zweite Einheit, haben gerade schon das Warm-Up hinter uns. Gerge hat nur zwei Runden vom Warm-Up gemacht. Was soll das? Du musst noch Ja. Ich habe den Hate dafür abbekommen, weil ich zwei vorgeschlagen hatte. Gerge macht einfach zwei. Ich meine jetzt Strict Press, 3er Max und dann 5x3 mit 90%. Cool. Das ist kein Moor. Das ist es. Warte, ich gehe näher ran, dann kann man das rauscutten, das Gewicht. Warte, so. Ja. Das sah schwer aus. Ganz schwer. War das schwer? Ja. Sah noch gut aus. War noch stärker als gedacht. Komm, mach du mal hier. Ich muss abbauen. Ne? Von 60 Kilo auf 80 Kilo. Läuft. Frisch raus. Ich hab schon ein bisschen Angst. Das wird doch katastrophal aussehen. Neuer 3er Max. Ich wollte gerade sagen, was mit dir? Versuch gleich auch mal. Das sind meine 90%, ich habe eigentlich 70 Kilogramm gemacht. Wir stellen fest, Beine können wir nicht, Schultern geht. Meine Strict Press ist fast so gut wie meine Front Squat. Und wahrscheinlich meine Push Press ist stärker als meine Front Squat. True Story. Es gibt so eine groß angelegte Studie, die ziemlich uninteressant ist. Es gibt diese zwei Vergleichsgruppen mit Knieschäden Richtung Arthrose. Beide wurden arthroskopisch behandelt. Bei dem einen wurde ein Eingriff durchgeführt und bei dem anderen nicht. Und hörst du mir zu oder schaust du? Okay. Ich bin gespannt. Sogar bei denen
wo wirklich was gemacht wurde, also Kniescheibe angebohrt oder weiteres, die hatten im Nachhinein eine schlechtere Progression als die, wo nichts gemacht wurde, die aber die gleichen Schäden hatten. Und da gibt es quasi so noch Folgestudien, dass man sagen kann, ich weil Studien ist ja immer könnte. Ja. Aber es dauert einfach brutal lange. Nicht immer direkt operieren. Na. Mal ganz kurz eine viel, viel wichtigere Frage als das, was Gergo gerade gesagt hat, ist, ihr habt 3 Sekunden Zeit. Was ist euer Lieblingsanime? One Piece. I'm out. Wow, wir trainieren den Next alleine. Ja. Was? Sag, was denn, Anime Dragon oder was? Achso, Dragon Ball. Pokémon. Was? Warte, King of Queens. Oder? Ist das kein Anime? Ja, doch. Ähnlich. So, wir müssen jetzt einfach gefühlt 100 Sätze Push-Jerks machen und aufbauend bis 110 Kilo bei mir und dann 3x4 bei 110. Wow. Ich dachte eigentlich, das wäre eine Deload Week, aber anscheinend nicht. Ja, besser. Ich muss nur ganz kurz verraten, was da oben ist. Ja, ist nichts. Ich hab eigentlich das Gefühl, dass ich mal gerade schaue. Können wir den Fabi fragen, der hat auf jeden Fall eine Antwort drauf. Ich hab dann eine kognitive Störung, glaube ich. Was für eine Musik nicht? Keine Kuschelmusik. Was ist denn Kuschelmusik? Das ist da. Bettmusik. Bettmusik. Sag mal, was machen wir als nächstes? 5 Runden, 20 Kalorien auf dem Bike. Und dann machst du schweres Gewicht, 84 Kilogramm, 8 Shoulder to Overhead. Gergel macht auch schweres Gewicht. Nee, ist nicht schwer. Ich wollte dich jetzt noch. Das ist für mich schwer. Ja, das ist mega. Es sind 30er Plates. Und ich habe schwere Dumbbells, sind glaube ich 40er Dumbbells. Okay. 42 Stunden. Wie gehen wir das Eco-Bike an? Slow, damit wir eine gute Form bei den Jogger haben. Warum redest du jetzt schon so leise? Weil ich habe schon Angst. Können wir uns noch auf den Blick einigen, wohin wir gucken? Guck's mir auf den Arsch. Ja, okay. Jo, die Sätze waren alle zwischen einer Minute 15 und einer Minute 30. So, jetzt kommt 15 Kalorie Eco Bike, 10 Burpee Over Parallel. Auch nochmal 5 Runden mit einer Minute Pause. Puh, das Bike konnte ich auch immer so zwischen 420 und 470 Watt halten. So, okay, Beine waren nur richtig Toast danach. Ja, ich habe alles gegeben dafür. Dankeschön. Der lebt noch speziell, alles gut. Akkumulieren. Sag nochmal. Akkumulieren. Davon müssen wir 50 Stück akkumulieren. Was muss er machen? Wie gesagt, wir müssen 50 Stück akkumulieren. Ach. Ich habe die ganze Zeit nicht aufgenommen. Was heißt denn die ganze Zeit? Seit ich hier rausgekommen bin. Schön, dann kannst du nochmal Gerges Essen zeigen. No hate.
welches sehr, sehr traurig aussieht. Wow. Boah, ist das lecker. Boah. Kevin hat seinen One-Pot. Wie immer. Wer ist der Faulste im Kochen? Und du hast dein Essen von gestern. Nein, ich habe das die Hälfte schon gegessen. Was hast du? Ich sage eindeutig, in dieser Runde bin ich das. Kannst du mir trotzdem ganz kurz sagen, wie das heißt? Was man nach, nach der Sauna sich drüber zieht? Ja. Bin ich jetzt blöd? Ein Bademantel. Ja! Was? Ich dachte, genau, ein Poncho dachte ich. Das gibt's im Schwimmbad. Also, du gehst in die Sauna mit Poncho. Nein, aber es gibt schon diese Ponchos. Die ja, für Kinder. Und für sogar für Erwachsene. Boah, was ist hier eigentlich los? Ja, das kommt mit, Schatz. Das legen wir ins Auto. So, wohin fahren wir? Ins Schwimmbad! Freust du dich? Mhm. Aber ich habe auch ein bisschen Angst wegen 38 Grad. Tschüss. Okay. Und los! So, wir sind wieder da. Wir waren gerade im Freibad, was nur minimal überfüllt war, aber es war trotzdem schön. Wir bauen sonst hier mal im Garten unser Planschbecken auf für den Kleinen und kühlen uns hier ab. Aber sind jetzt mit Kevin, Paul und Jasmin halt noch ins Freibad gefahren. Einfach mal was anderes. Kann man auch unschwer erkennen an meiner Schwimmhose. Ja, wir kommen auch schon zum Ende vom Video. Ich möchte mich einfach für den ganzen Support bei euch bedanken. Ich meine, das sieht jetzt auch alles nicht so viel aus. Auch die Views sind jetzt nicht brutal viel. Aber alleine, was ich so in Social Media auf den verschiedenen Kanälen so mitbekomme, dass mir Leute danken für die Videos, das finde ich überwältigend. Ich finde das schön. Von daher ruhig weiter. Motiviert einen auch, weiterhin Videos zu produzieren, aufzunehmen. Produzieren. Das klingt so professionell. Meistens stelle ich nur eine Kamera auf oder halt irgendwo die Kamera drauf und versuche noch ein paar wertvolle Dinge in die Kamera reinzusagen, was mir auch nicht immer funktioniert. Ja, auf jeden Fall, riesen Dankeschön. Finde ich cool. Ja, wie gesagt, wir sind am Ende vom Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr könnt Kevin und Gergo in den Videos ertragen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt etwas in die Kommentare. Irgendwas Nettes. Das hilft dem Algorithmus und dem Kanal auf jeden Fall. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, keine Ahnung warum, ne? Drückt einfach mal auf den Abonnieren-Button. Auch das hilft. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!